Brauchen Sie noch was? Ja, Nervengas, Nasenspray, ein Typ 4 Hautpanzer. Sie sollten vielleicht eine Liste anfertigen. Und eine Strangulieruhr. Mit einem Gummiarmband, nicht mit einem Stahlarmband. Ich benötige darüber hinaus einen Buff. Was ist ein Buff? Sir! Wundervoll, Sie zu sehen! Schon gut, Buff. Wir gehen auf eine Mission, nicht in die Flitterwochen. Natürlich, Sir. Materialanforderung. An MI7-Quartiermeister sofortige Lieferung. Ein Militärtransportflugzeug, vollgetankt, mit Nachtflugerlaubnis über der Stadt. 2 getarnte Nachtfallschirme mit Reserve. Dazu Neoprenanzüge, 2-mal in Schwarz. Das Marineblau hat mir noch nie gefallen. 100 cm Brustumfang und die Arme nicht zu kurz. Guten Morgen, Gentlemen. MI7 zu Ihren Diensten. Beachten Sie, Buff, die schwachsinnige Inkompetenz des kriminellen Hirns. Es kann sich nie erhoffen, das Niveau unseres technischen Sachverstands zu erreichen. Du bist nicht mehr jung, doch mit Alter kommt Weisheit. Sie sagen also, Sir, es sind 2 gewesen? Ja, mindestens. Möglicherweise 4. Warum habe ich sie bloß nicht gesehen? Halten Sie sich nicht zu lange mit Ihren Fehlern auf. Sie müssen aus diesen Fehlern lernen und dann weitermachen. Ja, Sir. Sagen Sie, Sir, was dagegen, wenn wir den Plan nochmal durchgehen? Nein, nein. Um diese beiden Gebäude geht es. Das hier ist unser Zielobjekt. Sauvages Hauptquartier, gleich neben dem städtischen Krankenhaus. Ich springe zuerst und lande auf der Südseite des Dachs, seile mich 14 Stockwerke ab und steige durch dieses Fenster. Ich lande auf der Ostseite vom Dach und seile mich 12 Stockwerke ab. Wo Sie auf mein Signal warten, dass ich die Alarmanlage ausgeschaltet habe. Ja. Sie brechen dann durch dieses Fenster hier ein, bahnen sich den Weg durch den bewachten Korridor und dringen in Sauvages Büro ein. Ja, ja. Ist das okay, Sir? Selbstverständlich ist es okay, und zwar seit ich den Plan ausgearbeitet habe. Handschuh, Sir. Ich verstehe vielleicht nicht viel vom Golfen, aber ich weiß, wie man den Schläger hält. Guter Schlag, Sir.
Klar. Klatschen. Sie meinen Klatschen. Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt zu klatschen, Sir. Danke sehr.